Hallo meine Lieben, ich begrüße mit euch heute den Frühling. Die Sommerzeit haben wir ja schon, der Schnee schmilzt und jetzt holen wir uns noch ein bisschen den Frühling auf dem Teller. Dazu machen wir heute schöne Gnocchi mit Spargel und Bärlauch. Fangen wir an mit dem Teig. Rezept bekommt ihr natürlich von mir wie immer in die Kiste. Teig habe ich diesmal schon vorbereitet. Wir machen jetzt schnell die Gnocchi. Zeige ich euch, wie das ganz easy geht. Wichtig ist ein Brett. Eine Teigkarte, wenn ihr keine Teigkarte habt zu Hause, könnt ihr auch ein Messer nehmen. Ist alles kein Problem. Ihr macht euch eine schöne kleine Rolle. Ist ein wunderbares Rezept. Wenn euch was überbleibt, könnt ihr auch Kartoffelknödel draus machen. Die könnt ihr füllen. Und dann an einem anderen Tag machen. Ihr schneidet euch schöne, gleichmäßige Stücke runter. Wir werden die auch so lassen. Ist easy zum Vorbereiten, könnt ihr auch schon am Vortag machen. Ist kein Problem. Dann haben wir hier schon kochendes Wasser schön gesalzen, damit die Gnocchi Struktur kriegen. Während die jetzt kochen, werden wir in der Zwischenzeit unser Spargelgemüse machen. Ich gehöre eher zu der Fraktion, ich beiße meinen Spargel noch gerne. Wie ihr seht, habe ich den hier geschnitten. Ich habe hier weißen, der ist auch noch roh, und grünen. Nehmt eine Pfanne mit Butter oder Butterschmalz. Schaut, dass die heiß ist, nicht so wie meine. Ihr könnt das in der Zwischenzeit schon schön anbraten. Den Bärlauch, oh, wenn ihr das riechen könnt, ich sage euch das. Das ist Frühling pur, meine Lieben. Schaut euch das an. Das ist fantastisch. Ihr könnt ja viele machen ein Pesto. Ich möchte das nicht, weil ich möchte noch ein bisschen Struktur haben in meinem Gnocchi. Ihr könnt dann hier so schneiden. Und dann hinten die Stiele könnt ihr ruhig mitmachen. Da ist ganz, ganz viel Kraft drinnen. Ihr könnt schneiden hier ein bisschen dünner. Lasst sie einmal aufkochen, wenn sie oben schwimmen, lasst sie so noch ein, zwei Minuten drinnen, dann sind sie 100% fertig. Beim weißen Spargel, wenn ihr den roh lasst, keine Angst haben, das ist ganz, ganz wenig bitter. Da könnt ihr mit Zucker gegensteuern. Den habe ich hier in meiner Gewürzmischung schon mit drinnen. Ihr werdet sehen, ihr werdet so viel Spaß haben mit dem. Da wir nicht wissen, ob wir im Sommer wegfahren dürfen, holen wir uns wieder ein bisschen mediterranes Flair zu uns ins Allgäu. Genau, ein bisschen Junglauch dazu. Also, Entschuldigung, ich bin Österreicher, ne? Lauchzwiebeln heißt das hier in Deutschland. Ganz wenig ablöschen mit ein bisschen Weißwein oder weißer Portwein in meinem Fall. Dann habt ihr schon eine schlotzige, cremige Soße. Wir geben dann noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ja, komm ruhig näher, das passt schon. Mach da mal rein. Herrlich, ja? Schade, dass es noch kein Geruchsfernseher gibt. So, dann nehmt ihr die Gnocchi direkt aus dem Wasser da mit rein. Wenn
Wenn ihr das noch ein bisschen sämiger haben wollt, könnt ihr noch einen Flocken Butter mit reinmachen. Braucht ihr weil nicht, weil ihr habt ja den Fett. Ah, fantastisch. Das ist Frühling pur. Den Feta lasst ihr zum Schluss nur noch ein bisschen zergehen. Nur noch wirklich. Der braucht nicht die Hitze, der zerfällt von selbst. Und wir können schon anders machen. Oh, schade ist das. Fantastisch ist das.